Liebe Schwestern, liebe Brüder, wem sage ich das? Wir leben in einer turbulenten Zeit. Unsere Gesellschaft, unsere Kirche, vieles verändert sich in der Gesellschaft so schnell, dass Menschen gar nicht mehr nachkommen, zurückzubleiben, drohen. Ich habe den Eindruck, dass noch nie in der Menschheitsgeschichte in so wenigen Jahren und Jahrzehnten so viel so rasant sich entwickelt und entfaltet hat. Dabei muss jeder Mensch mit dieser Situation zurechtkommen. Sie alle sind in einer Zeit aufgewachsen, als es noch sehr anders war. Sie haben verschiedene Phasen in ihrem Leben erlebt, wo sich manches, vieles verändert hat. Auch jetzt in diesen Tagen, diesen Monaten verändert sich vieles um uns herum. Denken wir an die neuen Technologien, von denen wir heute profitieren. Dass Bilder durch die ganze Welt transportiert werden können, rund um den Globus zur gleichen Zeit, können uns heute viele sehen. Wie schön, dass es solche Gaben gibt, solche Möglichkeiten. Auf der anderen Seite werden wir oft der Bilder, die auf uns einströmen, gar nicht mehr Herr. Wir werden überflutet von so viel Eindrücken, dass wir oft nicht mehr wissen, wohin. Oder dass manche sagen, ich ziehe mich ganz zurück und will von dieser bösen Welt gar nichts mehr wissen. Wie finden wir die Mitte, dass wir uns weder ausliefern, noch in die Schneckenhäuser zurückkriechen. Liebe Schwester, liebe Brüder, turbulente Zeiten, sich beschleunigende, überstürzende Zeiten und Ereignisse. So wie es in diesen Jahren und Tagen und Monaten ist, vielleicht nicht immer so intensiv, aber zu allen Zeiten hat sich vieles verändert und ist vieles geschehen, was die Menschen beunruhigt hat. Im Kontext meines eigenen Erlebens habe ich mehr oder weniger per Zufall ein Wort gefunden von einem großen Lehrer der Kirche, ganz am Anfang der Kirche, als sie noch ganz frisch und munter war, aber trotzdem auch in den Wogen der Zeit, in den Bedrängnissen hin und her geworfen wurde. Also ein großer Theologe der noch frühen Kirche, ein Wort, das, finde ich, hochaktuelle Bedeutung hat für heute. Er sagt, Gott hat die Kirchen wie Häfen im Meer angelegt, damit ihr euch aus dem Wirbel irdischer Sorgen da hinein retten könnt und Ruhe findet. Ein Wort, das mehr als zu denken gibt. Ich denke, dass uns das anspricht. Kirche wie ein Hafen im Meer. Kirchen, Orte, Kirchorte, wie Häfen im Meer, angelegt, dass Menschen zur Ruhe kommen. Aus den überstürzenden Ereignissen, aus dem Wirbel irdischer Sorgen, wie das Johannes Chrysostomus sagt, dass wir uns an solche Orte retten können und Ruhe finden können. Liebe Schwester, liebe Brüder, ich denke, das gilt auch für Ihren Ort, den Sie hier gefunden haben und immer wieder finden. Wie ein Hafen im Meer des Lebens. Ein Ort, wo man hinkommen kann, da sein kann, Ruhe findet und aus dieser Ruhe Kraft schöpfen, weil wir wissen, das ist kein leerer Ort, sondern ein Ort, wo wir Gott begegnen. Nicht umsonst ist eines der schönsten Wunder Jesu die Sturmstillung.
Das Schifflein auf dem Meer wird hin und her geworfen und Jesus gebietet dem Sturm und den Wellen Ruhe. Das ist für Menschen gesprochen, die im Leben hin und her geworfen werden. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich verspreche mir von der immer wieder notwendig werdenden Erneuerung der Kirche und der Kirchengemeinden und kirchlicher Orte. Ich verspreche mir von dieser immer wieder notwendigen geistlichen und realen Erneuerung, dass unsere Kirche als Ganze, unsere Ortskirche, aber auch in ihren einzelnen Gemeinschaften, dass wir Kirche sein können, wo die Menschen sagen, hier bin ich gerne. Hier kann ich wohnen, im umfassenden Sinn des Wortes. Alle unsere Erneuerungsprozesse in unserer Diözese haben im Letzten dieses Ziel. Bei allem, was wir strukturell und so weiter überlegen, geht es darum, dass die Erneuerungsprozesse Kirche so lebendig werden lassen, dass sie für heimatlose Menschen, für Menschen, die deren Seele kein Obdach mehr hat, dass sie für solche Menschen, für solche suchende Menschen ein Zuhause bietet. Und wenn Menschen mit ihren eigenen Nöten hierher kommen und Ruhe finden, indem sie sich ausrichten auf das, auf den, der in der Mitte steht, unser Herr Jesus Christus, dann geht von dieser Ausrichtung eine Kraft aus, die uns wirklich zur Ruhe kommen lässt, zur Mitte, nicht zur Friedhofsruhe, sondern zu einer inneren Ruhe, aus der wir neu leben können. Es gibt ein schönes geistliches Wort, das heißt, wir kommen dorthin, wo wir hinschauen. Von dem, was für uns die Mitte ist, werden wir verwandelt. Wenn wir jetzt in der Eucharistie auf den schauen, der sich für uns hingibt, dann ist das für uns Trost, Kraft und Ruhe. Wir kommen auf das, zu dem, auf den wir in besonderer Weise schauen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich bleibe immer noch bei diesem großen Bild, Kirchen wie ein Hafen im Meer für uns. Meine Vision von Kirche ist es, dass in unserer Kirche an den verschiedenen Orten, wo wir uns begegnen, wo wir Eucharistie feiern und beten, dass wir da gemeinsam ein Ort werden für die Verängstigten dieser Zeit, für die Verunsicherten und dass alle wieder Mut und Hoffnung schöpfen können. Ziel unserer Initiativen in unserer Diözese ist es, Veränderungen zu schaffen, die Kirche zu einem neuen geistlichen, lebendigen Raum macht, wo wir Stärke finden, denen und an denen wir das heilsame Evangelium Jesu Christi wirklich erleben. Liebe Schwestern, liebe Brüder, eine weitere Dimension, die mir wichtig ist, dass wir als solche Gemeinschaften in der Ausrichtung auf Jesus Christus, aus seiner Kraft her leben, da sind für andere Menschen. Aus dieser Kraft, die uns an solchen Orten und bei solchen Gottesdiensten und im Gebet geschenkt wird, sollen und wollen wir uns hinwenden zu den anderen Armen und Bedürftigen aller Art, wie das das Zweite Vatikanische Konzil sagt. Dort, wo wir uns hinwenden, von unserem eigenen, was wir gewinnen, etwas weiterschenken an Ruhe und an Kraft, da sind wir eine diakonische Kirche, eine dienende Kirche. Eine Kirche, die zeigt, wir wollen so wie Jesus Christus in besonderer Weise für die Armen und die Schwachen, diejenigen, die im Leben unterdrückt werden, denen Gewalt angetan wird, denjenigen wollen wir in besonderer Nähe nahe sein.
Das ist auch eine Dimension, die ich beim heiligen Martin von Tours gelernt habe. Dass wir das, was uns gegeben ist, weiterschenken an die, die das nicht haben, was uns gegeben ist. Nämlich Kraft und Stärke. Die Teilung des Mantels ist mehr als ein Stück Stoff, das geteilt wird. Es ist das, was uns umfängt, was uns umgibt. Und das sollen wir nicht für uns selber behalten, sondern das schenken wir denen weiter, die keine solchen Mäntel haben, Schutzmäntel haben. Und dann werden wir auch das erfahren, was dieser große Heilige selbst erfahren hat. Auf dem Weg zur Taufe erst hat er erfahren in der Nacht im Traum, dass er mit dem Mantel Jesus Christus, dem Mantel Jesus Christus geschenkt hat. Er ist im Armen, im Bedrückten, in dem, dem wir uns zuwenden, gegenwärtig. Diese Erfahrung, liebe Schwestern, liebe Brüder, die wünsche ich Ihnen auch, dass wir gerade durch das Schenken das Ziel und den Sinn unseres Lebens nochmal neu erkennen. Christus im Niedrigsten, das ist eine Botschaft, die von ihm selber kommt und uns gegeben ist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das in der Welt zu leben, was wir aus unserem Glauben geschenkt bekommen haben, das Evangelium auf diese ganz praktische Lebensweise zu verkünden, das macht uns zu einer diakonischen und dann auch zu einer missionarischen Kirche. Nicht zuerst vielleicht eine Kirche, die so vieles weiß, sondern zuerst eine Kirche, die aus der Liebe und der Zuwendung zum Nächsten lebt. Die Tat, die handelnde Liebe, die Nächstenliebe, das erfüllt uns als Kirche in besonderer Weise. Und liebe Schwestern, liebe Brüder, wo das gelingt, in diesem Zusammenhang der Zuwendung zu Jesus Christus, und in der Weise, dass wir wissen, wir dürfen das, was uns geschenkt wurde, weitergeben an andere, die das brauchen, was wir leben können, dann werden wir für viele zu einer Heimatgebenden, zu einer Kirche, wo Geborgenheit möglich ist, ja, wo der Geist Jesu Christi wirklich lebt. Das in unseren Diensten, Ämtern, Ehrenämtern, in unserem alltäglichen christlichen Leben zu verwirklichen, das ist, glaube ich, eine große Aufgabe in dieser Zeit, die so irr und wirr ist. Wenn wir aus diesem Geist Jesu Christi leben, den wir vorher auf uns herabgerufen haben, komm, Heiliger Geist, und aus diesem Geist heraus den Menschen begegnen, weil wir von ihm erfüllt sind, dann werden wir zu einer missionarischen Kirche, dann sind wir Glaubens- und Lebenszeugen für die anderen. Und dann noch ein letzter Punkt. Viele sagen ja heute, ja, was macht uns denn in besonderer Weise aus? Was haben wir den Menschen wirklich zu bringen? Bei einem ganz bekannten katholischen Journalisten habe ich gelesen, das Besondere, was uns als Christen ausmacht, ist, dass wir nicht an irgendetwas glauben, sondern dass wir an den personalen Gott glauben. Das, worauf wir hingehen, das, von dem wir her leben, ist nicht irgendeine luminose Kraft, sondern das ist Gott als Person mit einem Gesicht in Jesus Christus zu uns gekommen, mit Fleisch und Blut. Diese personale Dimension unseres Glaubens, dieses personale Gottesbild, dass ich zu dem Geheimnis du sagen darf und dass ich weiß, dieses Geheimnis ist in Jesus Fleisch und Blut geworden.
und durch ihn hat der Gottesgeist gelebt und gewirkt. Das ist ein großer Schatz, den wir haben. Ich komme zum Anfang zurück. Das, was wir ja erleben mit der Digitalisierung und der Technik und dem Hin und Her der Bilder und so weiter, das ist oft apersonal, anonym, vielleicht auch da und dort unmenschlich, wenn da statt Liebe Hass kommuniziert wird. Wenn wir dann wissen, wir leben aus der Zuwendung zu Gott und wir leben besonders aus der Zuwendung Gottes zu uns, dann ist das das Erleben einer lebendigen Person, zu dem wir Du sagen dürfen. Guter Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, heute im Evangelium ist davon die Rede, dass wir unseren Glauben nicht nur für uns selber behalten, sondern ihn austeilen, ihn weitergeben. Das heutige Evangelium ist eine etwas längere Fassung des Taufbefehles, der Verkündigung des Evangeliums. Geht in alle Welt und erzählt von dem, was ihr gehört und erlebt habt. Dann wird unsere Kirche sicher auch auf Resonanz stoßen, weil dann Menschen unterwegs sind, die aus der Ruhe Gottes, die aus der Zuwendung Gottes einander lieben und die anderen wie sich selbst. Amen.